Und ein letztes Mal der Gespräch der Crew, bevor sie mit einer Vorbereitung losgeht. Wir reden mit allen Charakteren, die wir jetzt haben, inklusive der neuen, Tali. Dann werden wir uns aufmächtig auf den Versteck der Shadow Broker machen. Das sind insgesamt 3 Abschnitte, aber das mache ich vielleicht morgen. Und wir reden mal ein bisschen mit Kelly. Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch mit ihrer Freundin Tali. Sie ist ganz anders, als ich es nach dem Psychoreport erwartet hatte. Ich mag sie. Tali ist eine gute Freundin. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht. Meine weibliche Intuition sagt mir, dass sie gerne mehr wäre als nur eine gute Freundin. Ich hatte schon immer den Eindruck, dass es da vielleicht irgendwie knistert. Tut es. Man sieht es an ihrer Körpersprache. Wie sie sich umdreht, wenn sie den Raum betreten. Wie sie jede ihrer Bewegungen beobachtet. Sie ist so elegant und wunderbar. Schade bloß, dass ihr ganzes Verhalten so kalt ist. Warum machen Sie sie traurig? Ihre Umweltanzüge sind wunderschön, aber wegen ihres Immunsystems sind sie darin gefangen. Ich frage mich, wie sie wohl unter ihren Helm aussehen oder wie sich ihre Haut anfühlt. Das wäre alles. Es ist immer nett, mit ihnen zu plaudern. Das ist jetzt mal interessant, dass Tali irgendwie ein bisschen, auf uns steht. Naja, das ist nie so halt ihr Problem. Das ist Problem von mir. Das ist mir egal. Joker, mal sehen, was du mit uns reden möchtest. Es freut mich, dass Tali an Bord ist, Commander. Genau wie früher. Sie ist das doch, oder? Ich meine, mit der Maske weiß man nie. Ach, vergessen Sie es. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Samara wirkt, als wäre der Tod durch ihre Hand ruhig und friedlich. Was die Sache aber keineswegs besser macht. Garrus hat sich anscheinend den Stock aus dem Arsch gezogen und erschlägt jetzt andere damit. Es klingt komisch, aber der alte Garrus hat mir besser gefallen. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hat mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Gut, er hat auch ein bisschen, uns angeredet mit Vitali und so weiter. Wir werden jetzt runtergehen mit den anderen Crew-Leuten. Dazu müssen wir zum Mannschaftsquartier und nach der Ladesequenz werde ich das hier schneiden. Also bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Und wir reden mit Fane. Mal sehen, was er mit uns reden möchte. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Wenn Sie wollen. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie über ein vergangenes Ereignis gesprochen, als würden Sie es gerade beobachten. Vrell haben das perfekte Gedächtnis. Wir können jeden Augenblick unseres Lebens in völliger Klarheit abrufen. Es ist manchmal schwer zu kontrollieren. Manche von uns tauchen ab in... nennen wir es Solipsismus. Was meinen Sie mit Solipsismus? Wenn eine Erinnerung sich so real anfühlt wie das Leben, ist sie auch genauso wertvoll. Der Gedanke an einen Augenblick bringt den Geruch frisch gemähten Grases zurück, die Wärme einer Hand auf der ihren, den Geschmack einer fremden Zunge in ihrem Mund. Ist es nicht besser, sich in einer solchen Erinnerung zu verlieren, als die Nacht allein zu verbringen und die Wände aus Metall und Plastik anzustarren? Besteht nicht auch das Risiko, sich in schlechten Erinnerungen zu verlieren? Natürlich. Sich an die Kugeln zu erinnern, die man eingefangen hat, ist unangenehm. Aber ein Blick auf mein Knie zeigt mir, dass es nicht zerschmettert ist. Die Erinnerungen, die man am schwersten entkommt, sind die voller Verzweiflung. Ist das nicht eine zu private Erinnerung, um darüber zu reden? Verzeihung. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mein Leben Revue passieren zu lassen. Es war nicht meine Absicht, dass Sie sich unwohl fühlen. Erinnern Sie sich an alles, was in Ihrem Leben geschehen ist? Fast. Und wenn wir uns an das Geburtstrauma auch noch erinnern würden, kämen wir vermutlich nie darüber weg.
Können Sie jedes Ihrer Attentate nochmal erleben? In allen Einzelheiten. Mit jedem meiner Fehler. Mit jedem letzten Atemzug der Zielperson. Das stelle ich mir schwierig vor, jederzeit die eigene Schuld noch einmal erleben zu können. Schuld? Nein. Ich habe bei meinen Auftritten niemals Schuldgefühle gehabt. Meine Auftraggeber haben sie getötet. Mein Körper war dabei lediglich ihr Werkzeug. Wenn sie jemanden erschießen, ist dann ihre Waffe dafür verantwortlich? Meine Waffe kann richtig und falsch nicht unterscheiden. Sie können das offensichtlich schon. Meine Seele kann es. Aber mein Körper ist nur Fleisch. Fleisch, dessen Reflexe für das Töten optimiert wurden. Der Drell-Verstand arbeitet anders als der von Menschen. Wir betrachten unseren Körper als Gefäß und akzeptieren, dass wir ihn nicht immer unter Kontrolle haben. Wenn ich Sie hier und jetzt erschieße, würde mich ein Drell-Gericht also nicht verurteilen? Sie wären schuldig, wenn Sie mich erschießen wollten. Wenn ich allerdings angesichts Ihrer Waffe reflexartig ziehen und schießen würde, wäre ich unschuldig. Viele Menschen glauben an eine Trennung von Körper und Seele. Letztere ist eine Erscheinung, die für Moral zuständig ist und nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Wir fassen das Ganze nur etwas wörtlicher auf. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie sich an eins Ihrer Attentate erinnert, mit Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs. Das. Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Gewürz im Frühlingswind. Augen wie der Sonnenuntergang im Visier. Voller Trotz. Eine Passantin bemerkte den Laser und warf sich zwischen mich und die Zielperson. Sie konnte mich nicht sehen. Aber ihr Blick warf mich um. Es war seltsam, wie das so aus ihnen rauskam. Nur eine weitere lebhafte Drell. Nicht. Nein. Sie war eine lebhafte Person. Haben Sie geschossen? Nicht an jenem Tag. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern. Shepard, ich weiß unsere Gespräche wirklich zu schätzen. Ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem Drell zu reden. Es ist faszinierend. Nur wenige Menschen konnten das. Immerhin sind nur noch ein paar hunderttausend von uns übrig. Ich werde sie nicht aufhalten. Okay, das war eine Erinnerung seiner letzten Vorahnung, was gewesen war. Hier vorne ist Kazumi, die können wir auch eigentlich ansprechen, aber das machen wir jetzt nicht. Mal sehen, was Tamara mit uns reden möchte. Shepard. Gibt's was Neues? Es gibt da etwas, das ich Ihnen sagen möchte. Ich habe schon viel erlebt. Ich dachte, es gäbe in der Galaxie nichts Neues mehr. Seit ich mich Ihnen angeschlossen habe, ist mir klar geworden, dass da noch viel mehr ist. Sie haben auf Ihren langjährigen Reisen sicher sehr viel gesehen. Als Jungfrau habe ich als Söldnerin gearbeitet. Ich habe Tyrannen und Piraten bekämpft und alles erlebt, was die Galaxie zu bieten hat. Als Justikarin habe ich Teile des Ashari-Gebiets gesehen, von denen wenige auch nur wissen. Ich habe Dörfer zerstört und Städte gerettet. Ich habe sogar einmal gegen einen Spectre gekämpft. Warum haben Sie einen Spectre bekämpft? Es war ein Turianer namens Nihlus. Er war möglicherweise im Auftrag des Rats tätig, aber ich habe beobachtet, wie er einen unbewaffneten Zivilisten getötet hat. Dem Kodex gemäß habe ich ihn angegriffen. Er machte den Eindruck eines ehrenhaften Turianers. Und er war ein guter Spectre. Vielleicht auch nicht. Unbewaffnete Zivilisten zu töten, ist jedenfalls falsch. Als wir uns trafen, haben Sie gerade eine Söldnerin getötet, die keine Chance gegen Sie hatte. Diese Söldnerin war bewaffnet. Außerdem habe ich ihr einen Ausweg aufgezeigt, aber sie hat das ignoriert. Wie waren Ihre Jahre als Justikarin? Hauptsächlich ermüdend und strapaziös. Auf Frachtern reisen, durch die Provinz ziehen und das Unrecht ausmerzen, im Kleinen wie im Großen. Korrupte Beamte beseitigen. Wenn ich in einer abgelegenen Gegend ankomme, werde ich oft angesprochen und auf Unrecht aufmerksam gemacht. Meine Beurteilung der Lage fällt allerdings selten so aus, wie erhofft. Wie bezahlen Sie für den Transport zwischen den Welten? Asari-Captains nehmen Justikarinnen meist gern mit. Dann gibt's weniger Piratenüberfälle. Ein Überfall wurde mal offiziell abgesagt, als den Piraten bestätigt wurde, dass ich an Bord war.
Warum sollten Sie ein ganzes Dorf zerstören? Ich habe die Spur von Marines bis zu einer abgelegenen Kolonie verfolgt. Sie hatte eine ganze Siedlung unterworfen, ließ sich anbieten und junge Asari als Opfer bringen. Als ich ankam, floh sie und hetzte ihre Anhänger in Wellen auf mich. Sie haben ihr mit ihrem Leben etwas Zeit verschafft. Als es vorbei war, waren nur noch kleine Kinder übrig. Ich übergab sie den Behörden und setzte die Verfolgung fort. Wie war es, Söldnerin zu sein? Ich war jung und impulsiv und hatte gerade mein Talent für den Kampf entdeckt. Ich habe förmlich darin geschwelgt. Bis zu dem Tag, als meine Truppe angeheuert wurde, eine geheimnisvolle Ladung auf dem Weg zu einer ebenso geheimen Landungszone zu beschützen. Ich fand heraus, dass ich Let's Play gerade. Entschuldigung. Hatte, tschüss. Die im Austausch gegen neue Technologien für die Kollektoren bestimmt waren. 40. Tschüss. Sie haben den Sklavenhandel unterstützt? Ich war 40. In meiner Jugend Ciao. An so manch fragwürdiger Aktion beteiligt. 40. Tschüss. Aber nie an etwas offensichtlich Kriminellem. Mensch. Ich habe verlangt, dass wir umdrehen. Meine Kameraden waren anderer Ansicht. Als sie tot waren, wendete das Schiff. In dem Moment trafen die Kollektoren ein. Sie näherten sich schneller, als ich fliehen konnte. Zum Glück waren wir in der Nähe des Massenportals. Ich kam durch und sie sind mir nicht gefolgt. Was haben Sie mit den Sklaven gemacht? Ich habe ihnen einen Vortrag über die Vorteile von Stärke und Selbstverteidigungskenntnissen gehalten. Dann habe ich Panzerung, Waffen und Credits meiner toten Kollegen an die Gefangenen verteilt und sie auf der Citadel freigelassen. Wir sind noch nicht fertig. Ich weiß. Es wird mir eine Ehre sein, bis zum Ende an ihrer Seite zu kämpfen. Glauben Sie, dass wir alle sterben werden? Sie haben eine starke Truppe zusammengestellt. Aber wir treten gegen einen unbekannten Gegner an. Was auch kommt, ich bin bereit dafür. Aber ich werde mich nicht selbst belügen, was unsere Chancen angeht. Wir werden diese Mission zu Ende bringen. Und zwar lebend. Hoffentlich behalten Sie recht. Gut, zu wissen, dass man da sowas merkt. Und jemand hat mich gerade angerufen, habe ich mal schnell mal aufgelegt, weil ich habe jetzt keine Zeit mit der zu reden. Weil das ist jetzt hier wichtiger, mit den Leuten zu reden. Ich glaube, Miranda... ich glaube nicht, dass Neuigkeiten über für uns hat. Dafür ist zu viel beschäftigt. Wir gehen jetzt runter, reden mit Tali. Bis gleich. So, das war ja ganz schön langes Ding. So, sie ist im Mannschaftsdeck. Mal sehen, was Ground mit uns. Mal sehen, was Ground hat. Shepard? Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich erweitere meinen Horizont und habe jetzt eine Liste meiner Feinde. Ich stelle mir vor, welchen Spaß es machen wird, sie alle aufzuschneiden und zu zerschmettern. Ich habe da dieses eine Bild von einem Salarianer vor Augen. Dieses, wie heißt das Ding auf dem Kopf? Ist aufgerissen. Ich wette, dafür wurde eine ganze Generation lang Rache geübt. Aber für die sind das ja nur ein paar Wochen. Also, was wollten Sie? Überanstrengen Sie sich nicht mit den Erinnerungen eines anderen. Wir haben selber böse Jungs, die wir bekämpfen müssen. Ihre Feinde sind meine Feinde. Wir schieben den Kollektoren ihre Krallen dahin, wo keine dunkle Sonne scheint. Sie verdienen es. Ich werde ihre Stärke respektieren und ihnen das Schlimmste antun, zu dem ich fähig bin. Genau, mit solchen Gedanken rettet man die Galaxie. Und das machen Sie möglich, Shepard. Sie sind mein Kampfmeister. Sie geben meinem Leben einen Sinn. Deshalb sind Kroganer gefürchtete Soldaten und keine Tiere. Führen Sie uns gut, Shepard. Sie haben meinen Respekt. Gut zu wissen, dass man das war. Ich musste das mal machen, weil da hätte man eben eine Schmeichel gemacht. Aber das wäre jetzt ein bisschen schlimm jetzt. Gut, dass wir mit Grunt geredet haben. Tali, sie ist jetzt eine der Neuen. Und mit der können wir auch reden. Shepard, was kann ich für Sie tun? Können Sie irgendetwas tun, damit die Normandie gegenüber einem Schiff der Kollektoren im Vorteil ist? Absolut. Mit den richtigen Teilen kann ich unsere Schilde verstärken. Die Kollektoren haben die Barrieren der Normandie beim letzten Mal fast sofort durchdrungen. Mit meinen Upgrades haben wir vielleicht bessere Chancen.
Wow, wir haben eine Schiffsverbesserung. Multikernschild. Sehr, sehr schön. Das nehmen wir. Shepard, was kann ich für Sie tun? Können Sie irgendetwas tun, damit die Normandie gegenüber einem Schiff der Kollektoren im Vorteil ist? Meine Schildverstärkung wird sicher helfen, aber viel mehr kann ich leider nicht tun. Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandie? Bitte, Shepard. Ich bin eine Quarianerin. Sie geben mir einen Haufen Schrott, eine Platine und ein bisschen Element Zero und dieses Schiff macht Präzisionssprünge. Ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit mit den Technikern von Cerberus, aber die wissen, was sie tun und waren bisher sehr höflich. Wie läuft die Normandie? Man kann über Cerberus sagen, was man will, aber vom Schiffsbau haben sie Ahnung. Die Normandie läuft besser als je zuvor. Ich weiß allerdings nicht, ob sie einem Angriff der Kollektoren standhält. Ich arbeite an einigen Ideen, die uns vielleicht helfen. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich habe keine Zeit für ein Gespräch, wenn wir die Gather Face schon erledigt haben, nicht wahr? Ich kann nicht glauben, dass so viele gestorben sind. Nochmal danke, dass Sie Riga da lebendig rausgeholt haben. Und das alles für Daten, wie man Sterne in die Luft jagt. Ich hoffe, der Admiralitätsrat kann damit was anfangen. Haben Sie was von Karl Riga gehört? Hat er seine Verletzungen überstanden? Er hat mir eine Nachricht geschickt. Es sieht so aus, als würde er sich vollständig erholen. Jeder Riss im Anzug ist ein reines Glücksspiel. Riga ist mit einer relativ harmlosen Infektion davongekommen. Erzählen Sie mir etwas über den Admiralitätsrat der Flotte. Er ist eines der beiden großen politischen Gremien bei meinem Volk. Die Admirale treffen alle Entscheidungen, die mit der Verteidigung zu tun haben oder sofortiges Agieren erfordern. Außerdem kümmern sie sich um Kapitalverbrechen, wie etwa Verrat. Die andere politische Macht ist das Konzil, bestehend aus Repräsentanten jedes Schiffes. Sie verabschieden die meisten Gesetze und fällen Entscheidungen, die die Flotte betreffen. Was Neues über die Daten, die Sie übermittelt haben? Da werde ich wohl eine Weile nichts hören. Und auf einem ungesicherten Kanal schon gar nicht. Haben Sie Probleme damit, sich auf der Normandie wieder heimisch zu fühlen? Ich mag die Ruhe, aber ich vermisse die alten Gesichter. Presley, Techniker Adams, alle eigentlich. Es ist irgendwie komisch, dass Cerberus auf diesem Schiff das Sagen hat. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, für Sie zu arbeiten? Ich habe auf Freedom's Progress eine gewisse Spannung registriert und später wieder, als sie zum ersten Mal an Bord kamen. Was ist zwischen Cerberus und den Quarianern vorgefallen? Sie haben die Idena angegriffen, eins unserer Schiffe. Sie wollten wohl einen jungen Menschenbiotiker, der sich an Bord befand, töten oder unter ihre Kontrolle bringen. Ich kenne keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass Cerberus sich damit das Volk der Quarianer zum Feind gemacht hat. Sieht es so aus, als würden Sie hier die Fäden ziehen, Tali? Ich arbeite nicht für Sie, Sie arbeiten für mich. Dann haben Sie also die Wanzen und Überwachungsgeräte überall auf dem Schiff angeordnet? Ich weiß ja, dass Ihnen jemand im Kampf gegen die Kollektoren den Rücken stärken muss. Aber seien Sie vorsichtig, Shepard. Ich mag diese Zusammenarbeit genauso wenig wie Sie, aber wir brauchen Sie. Ich weiß. Seien Sie vorsichtig. Sie sind jetzt deren beste Waffe. Aber sobald Sie sie nicht mehr brauchen, werden Sie sich gegen Sie wenden. Ich sollte jetzt zurück an die Arbeit. Danke für Ihren Besuch. Aha, okay. Multikernschild, Schildupgrade, haben wir den abgeschlossen. Das bedeutet, dass wir jetzt eine verbesserte... Die zyklonische Batterie. Dass die eine Verbesserung haben. Das ist... Wie haben sich die neuen Schilder auf das Gleichgewicht ihres Energierasters ausgewirkt? Fast gar nicht. Ihre eingebaut... Aber es ist sehr interessant. Wir werden jetzt bald die Mission der Shadow Broker machen. Stimmt. Er ist gut. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Ich habe jetzt gedacht, dass sie jetzt hier lange anruft, aber ist egal. So, wir sind jetzt hier fertig mit den Beinen. Wir gehen jetzt nach oben und vorbereiten uns für die Mission Shadow Broker. Darum müssen wir erst zu Illyrium und dann reden wir mit wieder mit Lirara. Das
kann ein bisschen dauern. Aber das mache ich dann vielleicht morgen. Aber dafür mache ich das alles offscreen. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Part. Bis von Mass Effect 2. Ciao, Leute.